Hallo? Ach, jetzt höre ich dich. Hi. Moin. Willkommen auf der Stage. Du bist live auf Twitch. Das wird anschließend gecuttert und kommt in ein YouTube-Video. Bist du damit einverstanden? Ja. Nice. Wie sieht's bei dir aus? Ist schon vegan? Nein. Wieso nicht? Werde ich auch nicht sein. Wieso nicht? Wieso bist du nicht vegan? Wieso wirst du nicht vegan? Wieso möchtest du nicht vegan? Wäre denn? Weil ich einfach nicht auf Fleisch verzichten kann. Jetzt bist du aber auf einen größeren veganen Discord-Server gekommen, um was zu tun? Und um euch zu fragen, warum ihr das macht. Was genau von den ganzen Dingen, die wir machen? Warum wollt ihr Menschen dazu zwingen, vegan zu werden? Habe ich dich gezwungen oder bist du freiwillig auf die Stage gekommen? Ja, freiwillig. Ja, also zwingen ist da, ist, glaube ich, das falsche Wort, ne? Was ich hier Ja, mache. aber Ja? zum Beispiel diese meditante Veganerin. Du siehst meinen Namen, oder? Und Und du siehst den Namen von meiner Partnerin. Da steht Caesar und Kitty. Da steht nicht die militante Veganerin. Ich weiß also nicht, warum du eine andere Aktivistin jetzt in den Raum wirfst, die sich erstens nicht verteidigen kann und zweitens, die ebenfalls ihre Berechtigung im Aktivismus hat. ja, aber ich check das trotzdem nicht. Ja, das merke ich. Warum ist man vegan? Weil es nicht richtig ist, empfindungsfähige Individuen die Kehle aufschlitzen zu lassen. Darf ich dir wehtun? Wenn du das willst. Das ist kein Problem damit, wenn ich dir jetzt wehtun würde. Und ich esse Fleisch, weil es schmeckt. Beantwortest du meine Frage? Da ist kein Problem damit, wenn ich dir jetzt wehtun würde. Nö. Gut. Was war das denn? Wir distanzieren uns natürlich. Wir tun hier keinem weh, so also ganz ehrlich. Wer glaubt, wir würden hier irgendjemandem wehtun, der ist hier mit ganz, ganz falschen Wassern gewickelt. Wir zwingen hier auch keinen. Ihr kommt hier ganz geschmeidig selbst nach oben, wie Kitty das schon gesagt hat. Und ja, Ja, ist ein bisschen schwer weiter. natürlich, mit jemandem über Veganismus zu reden, und jemanden sich davon überzeugen zu lassen, keine Gewalt mehr ausüben zu lassen, dadurch, dass man bezahlt, wenn man kein Selbstwertgefühl hat und sich sogar Leid antun lassen würde. So.